Und das hier, man sieht sofort, ist Frankfurt. Mit der bekannten Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Sonja Kraus, Frankfurterin aus Leidenschaft, unterwegs in Praunheim. Natur pur, dieser Stadtteil. Es hat einen herrlichen alten Fachwerkkern mit süßen Häuschen und man ist medizinisch toll versorgt durchs Nordwestkrankenhaus. Hier herrscht so eine gewisse Bodenständigkeit, die ich wahnsinnig charmant finde. Ich sag immer, Gassi gehen ist mein persönliches Yoga und deswegen schlägt im Nidderpark immer noch mein ganzes Herz. Denn Praunheim hat viel zu bieten. Viel Grün auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände in den Nidderauen und viel Herz durch die zahlreichen Vereine. Beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, mit der sich Sonja besonders verbunden fühlt. Das da drin, der Löschzug, ist übrigens die Sonja. Denn ich hatte die große Ehre, dieses Löschfahrzeug vor einigen Jahren taufen zu dürfen. Es wurde lange gespart dafür von der Freiwilligen Feuerwehr Praunheim. Und deswegen bekommen Sie von mir ein Herzchen. Sonja hat auch ein Herz für die vielfältige Architektur des Stadtteils. Es gibt Ernst-Mai-Häuser, also Bauhaus, Architektenhäuser aufgrund der großen Grundstücke. Es gibt um die Jahrhundertwende Häuser, viele Doppelhäuser, Reihenhäuser. Also eine kunterbunte Mischung, wie bei Pippi Langstrumpf. In diesem schönen Haus habe ich sehr glückliche 16 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe es mit meinem eigenen ermodelten Geld gekauft und umgebaut, renoviert, 1 Million Fingernägel gelassen, viel Schweiß, aber mein Herz schlägt immer noch hier. Handwerker, die über die Praunheimer Grenzen hinaus bekannt für ihr hochwertiges Holzspielzeug sind, sind die 200 Menschen mit Behinderungen aus den Praunheimer Werkstätten. In Handarbeit fertigen sie die begehrten Stücke. Bei der speziellen Lackiermethode sind sie sogar Weltmarktführer. Insgesamt fördert der Verein mit unterschiedlichen Angeboten etwa 1000 Menschen mit Behinderungen. Wir gehören einfach hier im Stadtteil dazu. Uns macht aus, dass wir die Arbeit an die Menschen anpassen, die bei uns beschäftigt sind und dass es nicht umgekehrt ist. Seit 1928 gibt es die Praunheimer Werkstätten. Das bekannteste Haus im Stadtteil gibt es deutlich länger. Der wohl aus dem 14. Jahrhundert stammende einstige Getreidespeicher ist heute ein Veranstaltungsort, unter anderem für das Stadtteilfest. Rund um diese 10 Scheune gibt es auch immer in Alt-Praunheim das 10-Scheunen-Fest. Das ist ein Straßenfest und da kommt jung und alt, grün bis schwarz, kommt alles zusammen. Stärken mit Frankfurter Spezialitäten kann man sich nach Herzenslust im Schuss. Eine starke Praunheimer Persönlichkeit ist der bekannte und oft provokante Filmemacher Rosa von Praunheim. Aufgewachsen in Praunheim widmet er seinen aktuellen Film dem Stadtteil. Praunheim Memoirs, ein Film voller Herz. Mein Name ist von Praunheim. Ich habe hier mal gewohnt vor, weiß nicht, 40 Jahren. In seiner Einfachheit und Schlichtheit ist es ein Juwel. Ne? Das ist schön. Es ist überschaubar, es ist friedlich, es ist Heimat. Herzlich verbunden fühlt sich auch Sonja mit dem Filmemacher. Naja, vielleicht kann ich Rosa fragen, ob er mich adoptiert. Dann bin ich Sonja von Praunheim. Ja, aber es ist lustig mit Rosa, dass ausgerechnet so die zwei durchgeknalltesten Frankfurter aus diesem Stadtteil kommen. Muss an der guten Luft liegen. Das Herz vieler Schüler der Liebig-Schule in Praunheim schlägt für die Astronomie. Die Schule hat nämlich als einzige in Frankfurt eine Sternwarte. Mich fasziniert einfach diese ganze Geschichte mit der Astronomie, vor allem, dass man ja eigentlich nicht in die Gegenwart schaut, sondern in die Vergangenheit. Viele Geheimnisse sozusagen, wie das schwarze Loch. Die Eruptionen der Sonne. Mir hat es immer gefallen, als kleines Kind in die Sterne zu gucken. Ich habe damals nie Sternbilder gefunden, weil ich das auch nicht kapiert habe, weil irgendwann waren auch zu viele Sterne da. Aber ich habe mir irgendwie immer selber welche ausgedacht. Die Sterne näher bringt Werner Ziegs den Schülern in der Astro-AG. Sie kommen alle freiwillig und ich habe eher noch das Problem, dass manchmal in den Ferien, wo sie dann kommen wollen, wir das nicht machen können. Bodenständig zu den Sternen greifen, das ist Praunheim. Das war der kleine Rundgang durch mein Praunheim. Einfach mal herkommen, was Gutes mit Ebbelger essen und danach schön spazieren gehen, denn...